Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, hier haben wir aufgehört, hier müssen wir irgendwie weitermachen. Ich habe leider keine Ahnung, wie das geht. Wir versuchen es. Wir werden schon irgendwas Die Maschinen hinbekommen. hier sind bestimmt von Zwergen gemacht, aber das Mauerwerk eindeutig Jötnar. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Jojo, guck mal, da steht was. Was steht denn Kannst du da? das lesen? Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Schade. Wäre vielleicht gar nicht so schlicht hier gegen Grator schlechte Laune gewesen. Hätten wir einfach was geschrieben. So, müssen wir hier noch irgendwas verkloppen? Ein Rad drehen? Ich glaube, ich drehe am Rad. Nee. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier großartig Fortschritt mache, außer in meinen Holzeinrichtungsgegenstands Tötungsfähigkeiten. Ja, das geht noch nicht. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Da ist ein Seil. Ich hätte es mir wahrscheinlich vor der Episode nochmal ansehen sollen. Da ist auch ein Seil. Da ist eine Höhle Komm, mit einer Junge. schönen Truhe. Junge, mach mal Licht an. Wieso brauchst du meinen expliziten Befehl? Dankeschön. So. Hoffentlich Hacksilber. Hoffentlich Hacksilber. Und es war Symbol des Junge. Mutes und fester Stahl. Svartilfheim. Kann ich immer noch nicht aussprechen. So. Schauen wir vielleicht doch mal in Questlog. Einen Weg finden, aufzusteigen. Von meiner Stufe her. Na gut. Funktioniert. Ja, gut. Wie lange muss ich das machen? Wir haben die Kralle. Sehr gut. Und was nun? Das hat es nicht gebracht. Und wieder weg. Ja. Und wie schaffe ich es, dass er da bleibt? Ich kann begrenzt nützliche Sachen mit meiner Axt machen. Ja. Kann sich hier. Ah. So, und dann schätze ich mal, entweder wir halten uns direkt an der Kralle fest, anscheinend nicht. Dann verschiebt man dieses Ding nochmal. Lag da unten gerade was? Nee. Ich sehe schon Phantomblut. Das ist nichts Gutes. Nein, geh doch nicht rauf. Du sollst weiterschieben. Schieb, schieb, schieb. Ach, du kannst auch helfen, Atreus. Du könntest auch helfen. So. Passt. Lass los. Lass los, Kollege. Das ist perfekt. Ja. Und wie macht man die Kralle jetzt enger? Passt das jetzt wirklich schon? Na gut. Axt, komm zu mir. Es geht los. Sehr gut. Ich dachte, die umgreift Dachte, uns kannst noch nach nicht so oben gehen? wirklich. Das wird sich bald zeigen. Na, hoffentlich. Dann können wir die Asche verteilen und heimgehen. Mal duschen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist, und sei wachsam. Jawohl. So sieht's aus, Atreus. Keine Warnung mehr an irgendwelche fiktiven Gefahren. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Ja. Ein kleiner Gipfel, so ein Gipfelino. Die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen, sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Sehr gut. Ach, das ist so eine Laterne. Schau. Ja, ich schau doch.
Wunderschön ist das. Ja, sehr gut. Jetzt stecken jetzt das ganze Holz da in Brand. Und unser Vater kann sich dann wieder zu Recht beschweren. Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Na, hoffentlich. Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Na gut, wollen ja nicht hier gefühlsduselig werden. Aber wir wollen den Loot. Wir wollen alles, was nach Loot aussieht. Zurück. Hast du eine Falle ausgelöst? Das ist ziemlich dämlich. Wieso machst du denn sowas? Aha. Und ihr habt mich für verrückt gehalten, dass ich hier hinten nach Loot schaue. Ja, das Hacksilber, das geht in meine eigene Tasche jetzt. Und was bist du? Nicht noch eine Galionsfigur. Nee, nur Hacksilber. Na gut. Tja. Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. So, rein mit dir. Ist das hier so gefährlich? Mehr Prüfungen. Offenbar haben Zwerge mit diesen Tunneln die Fallen der Riesen umgangen. Gut für uns. Oder für mich zumindest. Ja, ja. Ich krieg's hin, irgendwie. So, hoffentlich. Nein! Das gibt's doch nicht! Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Tschüss. So, wie soll man denn hier looten? Vor allem in Ruhe looten. Wie tödlich ist denn das Feuer? Ich glaube, ich soll es nicht rausfinden. So. Hier einmal aufsammeln. Direkt hinter mir. Chill mal. Die müssen sich jetzt mal gedulden, hier die Trauge. Hier ist überall gefühlt Feuer. Was willst du? So, danke schön. Au. Hätt's behalten können, deine Stinkmorkel-Attacke. So. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Wer weiß das schon? Was machst du? Ah, danke schön. Und jetzt komme ich an die Kiste. Und das Rad dreht sich nicht automatisch. Das ist doch wunderbar. Hätte man gleich so machen sollen. Komm schon. Papa braucht neue Schuhe. Plattenschulterrüstung der Konzentration. Na gut. Ich hoffe der konzentrierten Wertvolligkeit. Der Aufzug ist offenbar der einzige Weg nach oben. Na gut zu wissen, Junge. Wir könnten ja auch klettern. Vasen. Keine Vasen mehr. Ach, für 9 Hacksilber tue ich fast alles. So, wo geht's denn jetzt weiter? Über die Brücke auf jeden Fall mal. Ich weiß, das hätte ich lieber liegen lassen sollen. Bis zur akuten Notwendigkeit. Ja, naja. Kann ich das einfach nach unten werfen? Hui, runter mit dir. Siehst du? Klappt. Ah. War da unten noch Loot? Ist egal. Glaub nicht. Sind wir noch zu schwer? Du bist auf jeden Fall zu schwer. Ich bin in meinem besten Gewicht, ja. Noch ein Hinkestein nach unten befördern. Sehr gut, wir bewegen uns. Hui. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Ach, das ist das Einzige, was ich zu sagen habe als Kratos. Ich denke, die Riesenschlange werden wir sehen. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Ach, nicht nur du. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein, so zu leben macht aber nicht viel Spaß. Guter Punkt, Atreus. Muss ich das hier ausbalancieren, oder? Noch
Ja, Atreus, sie kriegst du auch so langsam selbst hin. Au. Ja, ohne Schwert. Stampf ich euch die Frechen ein. Au. Ah, wie bist du denn down gegangen? Hat Atreus das gemacht? Au. Au. Mensch, der hat mich gleich. Nee, mir geht's nicht gut. Rage-Modus. Ein Glück hat Atreus das nicht von dem Aufzug hier geschleudert. Ich brauche das Helf-Item. Helf-Item. Dankeschön. Das Spiel weiß, dass ich scheiße bin im Kämpfen. Ja. Komm schon. Noch einer weniger. Oh. Noch einer weniger. So. Und voll auf die Fresse. Sehr gut. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Nee, ich weiß, was ich machen muss. Mehr Beinarbeit. So. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, bis ganz nach oben. Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na gut. Ja. Frier ein. Oh, steckt man gleich wieder. Hey! Das ist unfreundlich. Ja, ich. Ich bin dem Problem begegnet. Au! Dreh dich doch nicht einfach um, Kollege. Au. Ich krieg wieder. Ich hätte gern mehr Beinfreiheit. Die enge Plattform ist dann doch ein bisschen eng. So, erstmal weg mit dir. Und mit dir. Was ist denn schon wieder hinter mir? Helf-Item, dankeschön. Komm schon. Ja! Genauso soll das ablaufen. Und pass auf. Au, hab nicht aufgepasst. Entschuldigung, Junge. Okay, du lässt dir einfach Zeit. Ich knüppel den hier so lang nieder. Na komm schon. Du Bestie. Du Bestie. Runter mit dir. Hier sind doch gar keine Feinde mehr übrig. Doch, da war einer. Ja! Oh, die Kämpfe machen Spaß. Die machen Spaß. Das würde ich jetzt auch nochmal reklamieren beim Zahnarzt. Ist ja gut. Guckt mal, wie viel Leben die mir hier geben. So, dann nochmal Beinarbeit. Bang, 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 bang. So haben das damals auch die alten Zwerge gemacht, die hier hoch wollten. So, die Hilfe lassen wir nochmal da liegen. Wir werden garantiert nochmal... Sieht so aus. Ja, würde ich nicht sagen. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es.
und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Das klingt doch nach einem Plan. Wir haben es fast geschafft. Ich kann Gipfellicht sehen. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Erholt dich, Junge. Und bleib hinter mir. Ganz ruhig, Junge. Das schaffen wir schon. Gegner voraus. Wo hast du denn Schwachpunkte? In dein Maul. In deinen Klauen. Sollte ich da hoch? Da sind Schwachpunkte. Ich bin bereit. Okay. Ich nicht. Was muss ich denn machen? Au. Den muss ich doch jetzt nicht ernsthaft besiegen, oder? Der nimmt ja kaum Schaden. Hui. Bin noch nicht vorbei. Ich auch nicht. Spiel, was erwartest du von mir? Später. Das wird eine Weile dauern. Au. Was ist denn jetzt los? Meine Axt prallt ja nur ab. Hui. Kann ich auf dich klettern? Hier muss ich vorsichtig sein. Das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Komm schon, wir waren beinahe auf dem Gipfel. Was bist du denn für eine Echse? Nein. Wir schmecken doch gar nicht. Ein Hyperstrahl eingesetzt. Ihm in die Fresse hauen. Na also. Komm her. Hau ihm in den Hals. Will der jetzt abhauen? Was für eine böse Echse. Das war heftig. Halt. Ja. Wow, was war das? Eine rote Bombe, so wie es aussah. Oh Mann, wir hätten es beinahe geschafft. So. Dem hauen wir nochmal aufs Maul, wenn wir ihn das nächste Mal sehen. Sprengkristalle. Kristallisiert. Und es birgt Macht in sich. Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrischer Energie kombinieren. Ja. Wunderbar. Unglaublich. Dankeschön, ich bin ziemlich unglaublich. So. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihr? Keine Ahnung. Die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen. Atme. Oh, ja. Verstehe. Genau, lieber atmen. Spar dir die Luft. Kann ich doch eh alles nicht beantworten. Wer ist denn Sindri? Da schreit irgendjemand. Ja. Mal schauen, wer der Schreihals hier ist. Halt ihn! Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Ja. Wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Mensch, ich habe definitiv Vitamin D-Mangel. Was machst du? So bleich wie ich bin. Wir müssen ihm helfen.
nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Schön ruhige. Hey, Mistvieh! Hierher! War das mein Zeichen? Das ist doch jetzt keine Überraschung mehr. Ich würde mal sagen, ich muss hier lang. Hui! Nee, E drücken. Nee, gut. Yeah! Voll an die Stirn gehauen. Und jetzt machen wir ihn von innen kaputt. Da brennt die Zunge aber. Wollen wir was machen? Oh, das sieht doch besser aus. Schwerer Angriff. Schwerer Angriff. Schwerer Angriff. Hau ihm doch gleich die Zähne aus. Oder geh weiter in sein... Oh. Haben nicht viel Schaden gemacht. Ja, ist ja gut. Ich guck mal hier ein Yggdrasil-Kristall. Das machen wir doch nochmal. Oh. Machen wir vielleicht jetzt nochmal. Muss ich besser zielen, oder? Ja! Sehr schön. Au. Nicht sehr schön. Nicht sehr schön. Voll auf die Fresse bekommen. Wo muss ich denn jetzt hinhauen? Überall hin. Na, also. Das sieht aus wie eine Schwachstelle. Au. Ah, keine von ihm. Kollege. Her damit. Au. Hätte ich ausweichen müssen. Also die kannst du nicht einfach kaputt machen. Was willst du von mir? Muss ich da springen? Wie springe ich denn? Ich kann nur ausweichen. Weiß ich doch nicht, was ich machen muss bei der Attacke. Q gedrückt, um Stampfwellen zu blocken. Okay, ich weiß, was ich machen muss. So, geblockt. So, und Clown-Angriffe. Was hast du denn? Ist das dein Pimmel da unten? Nee. Ich glaub, ein Lady-Drache. Na, vielleicht doch nicht. Der hat mich aber gut zerlegt damit. Na also, leuchtest du wieder? Nein! Lass gut sein, Kollege. Lass gut sein. Okay. Das habe ich geblockt. Da ist doch auch noch so ein Kristall, oder? Anscheinend nicht. Vielleicht muss ich meine Axt öfter werfen. Mist. Yay. Das bringt so gar nichts. Au. Irgendwie fehlt mir hier noch der zündende Gedanke. Irgendwas mache ich noch falsch. Das Blocken funktioniert aber super. Na also. Clown-Angriff ausgewichen. Komm schon. Au. Au. Warum hast du das jetzt gemacht?
Warum hast du das jetzt gemacht? Komm schon. Atreus, du musst mich gleich wiederbeleben. Das sieht nicht gut aus. Ja, nein. Was? Was sagst du? Die Eidechse macht was? Okay, ich darf die Sprengkristalle nur werfen, wenn der so richtig schön elektrisiert ist. Ist er doch! Ja, sehr gut. Okay, ich glaube, ich habe das System durchschaut. Komm schon, ein bisschen mehr Rage könnte auch helfen. Oder hat er andere Schwachpunkte? Ach, hier. Entschuldigung. Au. Wusste doch nicht, dass das dein Schwachpunkt ist. Au. So, jetzt kriegt man ihn. Au. Nein. Braucht doch noch so einen Böbbel. Bist du elektrisiert? Du bist noch nicht elektrisiert. Da bin ich auch so ausgewichen. Mensch, was für ein Kampf. Au. Hier auf deine Klauen werde ich hauen. Das habe ich nicht gut geblockt. Das habe ich einfach nicht gut geblockt. Nicht schnappen, nicht schnappen. Bist du übergeschnappt? Ja. Und schafft man das hier auch irgendwie? Schafft man das auch irgendwie? Lad dich doch nochmal auf. Ja, ein Glück ist es vorbei. Aber nicht für ihn. Okay, das machen wir nochmal. Und diesmal machen wir das effizienter. Diesmal... Ah, ein Glück. Ich habe volles Leben. Und der nicht. Komm, lad dich auf. Lad dich auf. Nicht schnappen. Na gut, ich glaube, wir müssen ihn angreifen, bis er elektrisiert ist. Oh, da hätte ich ja blocken sollen. Komm, lade ich auf. Ja! Ich brauch schon ein Kristallding. Nein! Zu früh geworfen. Au, au, au. Oh, du bist noch nicht tot, das respektiere ich. Komm schon. Nein! Hab ich ein Timing? So, jetzt warten. Och, so viel zu warten. Na komm, der wird gleich nochmal eine Attacke starten. Jetzt. Ja! Au. Ich bin so dämlich. Dachte, es hätte es jetzt gebracht. Au. Komm nochmal. Vielleicht habe ich einfach nicht getroffen. Komm schon. Jetzt aber. Ja! Aller guten Dinge sind 15. Ich brauche die Health-Items hier. Ich brauche die Health-Items.
Ich würde die mal schnell schnabulieren. Nein, mein Sohn! Junge, geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Aber ich weiß doch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit. Na gut, dann sind wir mal bereit. Hey, du stehst auf dem Hilfe-Item. Dankeschön. Danke. Au. Na, ein Glück, es ist vorbei. Aber diesmal für uns. Na gut. Nochmal starten. Heftiges Teil. Au. Mensch, ich bekleckere mich nicht mit Ruhm. Ich bekleckere mich gerade nicht mit Ruhm. Zum Glück bekleckere ich mich auch mit nichts anderem im Moment. Ah, scheiße. Au. Au. Komm. Ja? Willst du dich nochmal aufladen? Willst du dich nochmal aufladen? Na, sieh mal an, wie ich blocken kann. Ja, ich weiß. Hätte ich wieder blocken müssen. Ja, das habe ich geblockt. Wie kriege ich ihn denn dazu, dass er sich wieder so elektrisch auflädt? Au. Komm schon. Komm schon. Ja. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Jetzt gleich in die Fresse. Komm schon. Ach, ich wollte doch warten damit. Ich dachte, ich kann die backen und gedrückt halten. Komm, 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 komm. Komm, du Mistding. Ja. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Sehr gut. Junge, der Kran. Das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Die drückt doch eh. Ich hätte es auch ohne Kran jetzt geschafft. Nach dem vierten Anlauf. Ja. Nein. Geh doch aus dem Weg. Ach, du wolltest besonders cool sein. Das haben wir geschafft. Gern geschehen. Jetzt schuldet der Händler mir aber was. Wow, wir haben es geschafft. Irgendwie. Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab. Aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Na, Aljo. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Heute ja, nicht. Er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe, nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin, nein. Und verklemmt, kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Das lässt sich einrichten.
Das werde ich mit chirurgischer Präzision oder roher Gewalt lösen. Wir werden es herausfinden. Rohe Gewalt. Komm schon. Nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Ja, ja, ist ja gut. Wie das stinkt. Braucht man noch mehr Zähne? Ja, ja. So, hier. Was willst du mit dem Zahn? Ja, den fass ich nicht an. Halt. Du hast doch Handschuhe an. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Na gut, komm her, Junge. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Die haben Schockpfeile erhalten. Schießen sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Sie... Okay, das wusste ich schon. Das war ja nochmal dasselbe. Wow. Dankeschön. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht gut. Jetzt wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Besser so. Wir haben nämlich viel zu tun. Gut, jetzt kann ich sogar die Pfeilart wechseln. Ah, das blitzt so schön am Hintern von Atreus. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, wir sind schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.